So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu zwei jungen Männern, die in einem neuen Kinofilm mitgespielt haben. Er heißt Drei Türken und ein Baby. Zwei davon sind hier. Bitte begrüßen Sie Eko Fresh und Kostja Ullmann. Ullmann, hallo, herzlich willkommen. Hi. Danke. Wie geht's? Gut, ja. Gut. Ihr spielt beide in dem neuen Film Drei Türken und ein Baby. Wer ist der dritte Türke, der mitspielt? Kida Ramadan. Ja. Der lustigste von uns dreien. Du bist gar kein Türke. Das stimmt, aber Kida auch nicht. Ach so, Eko ist eigentlich der einzige, Türke in dem Drei Türken und ein Baby-Film. Ja. Ja, aber man muss sagen, der Kida kann besser Türkisch sprechen als ich. Aber okay. Ich habe auch Türkisch gelernt, ne? Genau, fließend. Der hat Türkisch gelernt. Ja. Und wir essen. Ja, wir haben eine Kleinigkeit Döner mitgebracht, weil. Döner mitgebracht! Alte Tradition, eigentlich, dass alle Leute immer Geschenke mitbringen. Und das ist aber nett. Das haben viel zu selten Leute gemacht, deswegen ja. Ein leckerer Döner. Ah, lass mal sehen. Ayran ist auch leider dabei. Nur drei. Gerade ist ja wirklich frisch. Ja, ihr wollt da hinten welche haben. Danke. Hier, direkt hier um die Ecke geholt. Genau. Yes. Ist dann sogar noch ein bisschen warm. Ist wirklich einer ist scharf, frisch. Also aufpassen. Ja. Döner mit alles, nehme ich immer. Döner mit alles. Ja, genau. Und scharf. So. Döner mit alles ohne Zwiebel. Oh, ich kriege echt immer Hunger. Der Appetit kommt beim Essen, ne? So ist doch. Ja. Ja. Aber seit ich die drei Jungs kenne, esse ich fast jeden Tag Döner. Ja. Also erzähl mal kurz die Geschichte. Warte. Also drei Brüder. Es geht um drei deutsch-türkische Brüder. Ja. Die in Deutschland geboren sind. Mhm. Einen Brautmodelladen führen, der so gar nicht läuft. Und. Oh, ich glaube, ich habe den Schafen. Bitte? Ich muss auch was trinken. Auch ganz scharf. Sekunde, ich muss kurz. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich muss kurz einen Schluck nehmen. Oh. Bitte lass es Sperma sein. Naja, und also, auf jeden Fall. Bringt einer der Jungs, wie der Titel es vermuten lässt, ein Baby mit nach Hause von der Ex-Freundin, die einen Unfall hatte. Und keiner der drei kann natürlich mit dem Kind umgehen. Ja. Genau, und deswegen passieren so einige Sachen. Lecker. Wo du den Ayran gerade zudeckst, sowas wird dann angeboten. Ich wollte nur, da steht ja auch ein Firmenname drauf. Ich wollte nur aufpassen, dass nicht. Vielleicht kriegen wir so einen Deal, wenn wir das zeigen. Ja, vielleicht kriegt ihr so einen Deal. Ein Ayran-Deal. Du bist ja bekannt als Schauspieler. Für dich war es das erste Mal? Du hast extra für den Film 20 Kilo abgenommen. Richtig. Und Schauspielunterricht genommen. Richtig. Und beides merkt man nicht. Stark gemacht. Gut. Hast du den Film schon gesehen? Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen. Die sind ja echt lustig. Ja, wir waren auch bei diversen Screenings und die Leute lachen sich echt schlapp. Und ich kriege jetzt natürlich häufig die Frage gestellt, wie das denn so war und so. Und ich sage immer, schaut es euch an und danach könnt ihr mir halt schreiben, irgendwie über Social Media, ob ich es denn ganz okay gemacht habe. Man sagt irgendwie. Leider ist er verdammt gut. Ich habe ja auch gehofft, da wird so ein Rapper kommen, der nicht schauspielern kann. Kann ich gegen die Wand spielen, schön gut für mich. Ja. Aber leider war das nicht der Fall. Also er ist schon echt gut gewesen. Er ist unglaublich sympathisch, oder? Leider, das auch noch. Das ist wirklich, es gibt ja solche und solche Rapper. Aber Eko ist, der sitzt da und man denkt immer, guck mal, der guckt schon so lieb. Das stimmt. Weißt du? Aber jetzt dürfen wir das nicht kaputt machen, sein Image. Ja. Okay, die 100 Euro gebe ich euch dann gleich. Drei Türken und ein Baby, so heißt der neue Film. Ist ein bisschen Adaption von diesen drei Männer und ein Baby? Oder ist es, hat nur der Titel was gemein? Und ist es genau, es ist nur der Titel eigentlich, der die Ähnlichkeit hat. Und sonst ist es eine komplett andere Geschichte. Ich glaube, in einem französischen Film ging es, glaube ich, um Drogen oder sonst was. Ich Action, weiß nicht. Drogen und wird irgendwie gegen das Baby eingetauscht. Also das hat nichts mit unserem Film zu tun. Wir haben eine Komödie, viel lustiger. Mit dem Kind ist das nicht schwierig zu drehen, also muss man doch immer irgendwelche Pläne und Pausen einhalten und das ist ja nicht so einfach, oder? Oder sind es halt nur wenige Szenen, die das... Nee, das hatte ganz schön viele Drehtage. Ich glaube, die zweitmeisten nach Kosja. Ach, echt? Mhm. Und es gab aber verschiedene Babys, also auch Ersatzbabys. manchmal kam es am Set an, das war wie ein... Also man hat einfach so ein paar Babys on hold gehabt, die genau, alle ähnlich aussehen und dann...
Aber das Gute ist auch, das alle Gesetz... Alle halbe Stunde ausgewechselt. Ja, aber so war es im Prinzip. Und es gibt aber so ein Kinderschutzgesetz. Mhm. Aber das zählt erst ab 4 Jahren, glaube ich. Das heißt, darunter ist eigentlich völlig egal. Das kannst du den ganzen Tag am Set behalten. Und drehen, wie du willst. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Nein! Natürlich nicht. Natürlich Nein! Nicht. Das will ich nicht hoffen. Das war ja deine erste Filmerfahrung überhaupt, oder hast du vorher noch vor? Ich hatte doch diese Serie noch gedreht für ZDF Neo, also okay. Eine Sitcom. Das war quasi Sparring. Dann habe ich noch die Schauspielstunden genommen. Und ich muss ja natürlich sagen, hier Kostja und Kida haben mir sehr viel geholfen. Ich war auch sehr selbstkritisch immer am Setup, immer gefragt, war das gut? Ich wollte immer wieder machen und die alle, nein, das kostet alles Geld, das ist Zeitplan und so. Ich hab versucht, das so oft wie möglich einfach machen zu können, damit die viel Auswahl haben und so weiter. Und ich habe das sehr ernst genommen. Kriegst du wieder eine Rolle? Ich kriege auf jeden Fall relativ gutes Feedback. Ich will jetzt den Tag nicht vom Abend loben, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hatte halt so ein kleines Fensterchen bekommen, durch meine Bekanntheit als Musiker und meine Reichweite irgendwie im Internet. Aber ich wollte dieses kleine Fenster nutzen, dafür mein Talent unter Beweis zu stellen und habe das sehr ernst genommen. Also wenn Kostja sagt, du hast Talent, dann er muss es ja wissen, er ist ja Schauspieler. Wurde gewürfelt, wer diesen Part kriegt im Film? Oder wusstest du von Anfang an, als du gesagt hast, ich mache mit, nachdem du das Drehbuch gelesen hast, dass du da nackt rumhüpfen musst? Ich wusste es leider schon von Anfang an, ja doch. Aber Echo hat mich gedoubelt, deswegen danke dir nochmal. Ich habe zwar abgenommen, aber ich glaube, so appetitlich wie jetzt... Das war das erste Mal, dass du sowas im Film gemacht hast? So extrem schon. Also ich war schon nackt und so, aber so viel hat man noch nicht gesehen. Deswegen, ist schwer? Da stehen ein paar Leute rum, Kameraassistenz und Maske und Catering und stehen da alle. Putzfrau und alle stehen da rum. Das stimmt schon, aber es gibt dann für so einen Fall immer so ein Closed Set. Das heißt, das sind nur die wichtigsten Leute am Set, die wirklich da sein müssen. Aber blöderweise war Axel Stein am Set. Ja. Das war so blöd, weil er dann so eine Kamera eigentlich noch hatte und sich die ganze Zeit selber gefilmt hat. Und dann waren wir ja in so einem Hochhaus und gegenüber waren irgendwie gefühlt 200 Leute an den Fenstern, die auch reingucken konnten. Also war eigentlich völlig egal. Du hast auch gleichzeitig natürlich den Song zum Film gemacht. Es gibt zwei. Einer ist von Milky Chance und einer ist von mir und... den großartigen Max Mutzke. Ah, ja. Wie bist du denn an den geraten? Den habe ich auf dem Hoteldach im Whirlpool bei der Vogue-WM kennengelernt. Ach. Ja. Und dann habt ihr gesagt, komm hier. Ja, da sind wir uns dann so näher gekommen, also nicht so. Und dann ist er da zu uns ins Studio gekommen, wir haben es gemacht. Ist ein sehr schöner Song geworden, ist im Abspann vom Film zu hören. Und den gibt es, glaube ich, morgen parallel zum Kinostart auf iTunes. Okay, heißt, der Song heißt Wie sieht Liebe aus? Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg mit dem Film. Der geht jetzt in die Kinos, ne? Morgen geht er in die Kinos. 3 Türken und ein Baby. Schauen Sie sich den an, es lohnt sich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg mit dem Film und dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich.